Good morning, ladies and gentlemen. Guten Morgen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Kommen. Unsere nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende Gabriele Zimmer. Ja, recht herzlich willkommen zum Pressebriefing der GUE NGL, diesmal etwas vorgezogen. Das ist für uns auch nicht schlecht, da einige der Themen, über die wir sprechen werden, heute und morgen ja auch hier im Plenum behandelt werden. Ich möchte mich zunächst, so wie angekündigt, auf den letzten Gipfel beziehen, und zwar sowohl auf den, der in Vorbereitung auf, also den normalen Gipfel als auch den späteren Gipfel beziehen, und möchte insbesondere natürlich zur Vereinbarung der EU mit der Türkei reden und mich dazu äußern. Wir haben als Fraktion diesen Deal abgelehnt, und zwar schon in dem Moment, als eigentlich angefangen worden ist, auf diesen Deal hinzuarbeiten, haben wir immer deutlich gesagt, wir sind gegen jede Form eines schmutzigen Deals, eines Dirty Deals mit der Türkei, weil wir die Türkei im Gegensatz offensichtlich zu Mitgliedstaaten und auch zur Kommission eben nicht als einen sicheren Drittstaat betrachten. Und wir der Meinung sind, dass ein Staat, in dem Menschenrechte verletzt werden, Demokratie bedroht werden, Pressefreiheit eingeschränkt wird, ein gnadenloser Kampf gegen die kurdische Bevölkerung geführt wird, nicht der Staat sein kann, auf den sich die Europäische Union gründet, wenn es die Flüchtlingskrise meistern möchte. Wir gehen auch davon aus und betrachten nach wie vor das Ergebnis, das im Rahmen des Deals mit der Türkei vorgelegt worden ist, als ein Deal, der die Europäische Union in ihren Grundfesten verändert, der deutlich macht, dass die Europäische Union inzwischen die Frage nach Abschottung über die Frage der Menschenrechte stellt. Und dass die Europäische Union bereit ist, letztendlich Verantwortung nicht nur auf die Türkei abzuschieben, sondern auch auf eins ihrer Mitgliedstaaten, das genau an der Peripherie liegt und genau die Außengrenze auch mit schützen soll. Wir wissen alle, dass in dem Deal Dinge vereinbart worden sind, die die politische Verantwortung letztendlich auch die juristische Verantwortung auf Griechenland abladen. Nur griechische Richter dürfen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Asylverfahren überhaupt entscheiden, egal was die Europäische Kommission versprochen hat, die Mitgliedsländer versprochen haben an Unterstützung für die Bearbeitung von Asylverfahren. Letztendlich trägt Griechenland, griechische Richter tragen die Verantwortung dafür. Und in dem Moment, in dem griechische Gerichte entscheiden, dass Menschen in die Türkei abgeschoben werden, weil sie in Anführungsstrichen irregulär nach Griechenland und damit in die EU gekommen sein, übernimmt die griechische Regierung auch die Verantwortung dafür, die Türkei als einen sicheren Drittstaat einzuordnen. Und genau das kritisieren wir, weil hier die Europäische Union in erster Linie die Verantwortung trägt und diesen Deal sich in einer Art und Weise stellt, der letztendlich auch die Gesellschaften in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verändert. Und wer das nicht glauben will, möge sich bitte die Auseinandersetzung in Deutschland angucken, wo die Abhängigkeit von Merkel, von Erdogan inzwischen so groß ist, dass eine an sich als Satire gestartete Auseinandersetzung letztendlich zu einem diplomatischen, politischen Skandal führt und die Frage stellt, inwieweit Presse, Medien und Satirefreiheit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union von Erdogan beeinflusst werden. Erdogan, Merkel als die große Staatschefin vor sich hertreiben kann und letztendlich ein Musterbeispiel dafür liefert, wie genau es die Frage von Demokratie, Menschenwürde und auch die Fragen von Menschen, also von Medien- und Pressefreiheit in den Mitgliedstaaten als das Gesicherte gelten. Wir erklären der Türkei, dass wir bereit sind, mit der Türkei über die Öffnung weiterer Kapitel zu verhandeln, den Beitrittsprozess der Türkei zu beschleunigen, sagen aber nicht, dass wir beginnen mit dem Kapitel, in dem es um die Menschenrechte geht, mit dem es um die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geht, mit dem es um Medien- und Pressefreiheit geht.
Genau das hätte eigentlich der Ansatzpunkt sein müssen. Das hätte die Offerte sein müssen, die die Europäische Union der Türkei gegenüber präsentiert und hier einfordert, dass genau das die ersten Verhandlungen sind und über weitere Dinge erst verhandelt wird, wenn das gesichert ist. Das ist ein wesentlicher Punkt unserer Kritik, an der wir auch festhalten werden als Fraktion, unter der wir auch uns genau den Vorschlag der Kommission zur Änderung von Dublin mit anschauen werden, zu dem meine Kollegin Barbara Spinelli sprechen wird. Ich möchte hier nur eine Frage noch zusätzlich mit ansprechen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage. Es gibt durchaus auch andere Modelle, auch wenn sie uns erst einmal abwegig erscheinen. Aber ich finde schon interessant, dass die Vertretung der autonomen Verwaltung von Rojava einen Brief an Tusk gesandt hat Mitte März mit dem Vorschlag, syrische Flüchtlinge auch anderweitig aufzunehmen, syrischen Flüchtlingen auch anderweitig zu helfen, indem beispielsweise dafür Sorge getragen wird, dass die türkische Blockade, Wirtschaftsblockade gegenüber Nordsyrien aufgehoben wird und dass gerade in Rojava, wo sich in der gesamten Region schon mehr als 800.000 syrische Flüchtlinge aufhalten, dass genau diese Region unterstützt wird bei der Integration von noch mehr Flüchtlingen, die damit gar nicht erst ihr Land verlassen müssten. Ich finde, das wäre zumindest eine Antwort wert. Und zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ebenfalls die Frage nach der Rechtmäßigkeit die Türkei als einen sicheren Drittstaat zu benennen, aufgeworfen hat und deutlich gemacht hat, dass Politik nicht einfach über Kriterien sich hinwegsetzen kann. Und ich finde, das haben wir ernst zu nehmen. Das werden wir auch morgen in der entsprechenden Debatte mit dem Rat zu den Ergebnissen der letzten Ratstagungen mit einbringen. Im Übrigen möchte ich auch ankündigen, dass ich dort die Frage stelle, inwieweit es stimmt und was die Kommission dagegen unternimmt, dass beispielsweise ein Land wie Litauen allein 17 Millionen für den Ausbau von Grenzsicherungsanlagen einsetzt, darunter für den Bau von Zäunen und darunter Gelder, die seitens der EU als Fördergelder für Lettland zur Verfügung gestellt worden sind. Also auch hier, denke ich, gibt es eine ganze Reihe von Aufklärungsbedarf von unserer Seite. Soweit erst einmal zu diesen Fragen. Die beiden anderen Themen, die beim letzten Gipfel oder beim eigentlichen zentralen Gipfel beredet worden sind, wie die Frage der Energiesicherheit, die Frage des Energiewandels und auch die Bestätigung des Jahreswachstumsberichtes mit all den Forderungen, glaube ich, das bin ich gern bereit, auf Nachfragen noch einzugehen. Aber ich möchte jetzt das Wort erst einmal an meine Kollegen weitergeben. Barbara. Grazie. Vielen Dank. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und nach einzelnen Punkten vorzugehen, weil wir wenig Zeit haben. Zum Abkommen mit der Türkei hat Gabi Zimmer ja schon die wichtigsten Punkte genannt, deswegen möchte ich da nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass unsere Änderungsanträge zur Verurteilung des Abkommens mit der Türkei ganz entscheidende Änderungsanträge sind. Also wenn wir dafür keine Mehrheit im Parlament finden, wenn das Parlament nicht den Mut hat, dieses Abkommen zu verurteilen, dann wird es für uns sehr schwierig sein, dem Bericht zuzustimmen. Meine Empfehlung als Schattenberichterstatterin wäre es, sich zu enthalten, aber ich weiß nicht, ob die gesamte Fraktion meiner Empfehlung folgen wird. Wahrscheinlich wird es eher ein negatives Votum geben. So, jetzt möchte ich nach den einzelnen Punkten noch einmal durchgehen. Was mir also wirklich leid tut bei diesem negativen Urteil über einen wichtigen Teil des Berichtes, geht darauf zurück, dass der Bericht... Also das Problem ist, dass der Bericht eigentlich einige sehr positive Punkte enthält, die auch neu sind für das Europäische Parlament.
Es wird ein europäisches Engagement im Bereich Search and Rescue gefordert, also Flüchtlinge auch zu suchen und zu retten. Es wird gefordert, die privaten Schiffe und die Nichtregierungsorganisationen nicht zu kriminalisieren, die Flüchtlinge auf hoher See retten. Und es gibt einen Appell, die Umsiedlungsabkommen auch durchzuführen, die Verteilung der Flüchtlinge auch wirklich durchzuführen, dann die Eröffnung von sicheren humanitären Korridoren. Was wir dagegen sehr negativ sehen, extrem negativ ist, sind die Dublin-Regelungen. Und wir fordern die Kommission auf, gegen die Mitgliedstaaten vorzugehen, die Flüchtlinge zurückweisen. Die negativen Punkte, abgesehen von dem, was ich jetzt über die Türkei gesagt habe und das wirklich sehr wichtig ist, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass die Türkei als sicheres Herkunftsland angesehen wird und ein Land, dessen Beitritt zur Europäischen Union beschleunigt werden soll. Also ausgerechnet jetzt, wo wir so enorme Rückschritte im Bereich der Demokratie in der Türkei erleben. Tausende Migranten, Tausende von Flüchtlingen, die in die Türkei abgeschoben werden, werden wieder in das Kriegsgebiet nach Syrien zurückgeführt. Das ist ein Grund, aber ein anderer Grund ist auch die Tatsache, dass in türkischen Kurdistan im Moment das kurdische Volk vernichtet wird. Und das ist sehr, sehr schwerwiegend, denn Europa war für mich eine Einrichtung, die auf der Demokratie gründet und die Minderheiten schützt. Ich glaube, das Gesicht Europas hat sich geändert und der Beweis dafür ist die Türkei. Weitere negative Punkte in dem Bericht sind die folgenden. Der sogenannte Hotspot-Ansatz, der dazu führt, dass die Hotspots praktisch Haftzentren werden. Und weiterhin wird auch nicht gesagt, dass man damit über Dublin nicht hinauskommt, denn die Vorschläge zum Thema Dublin, die hier zirkulieren, sehen vor, dass die Idee beibehalten wird, dass das erste Ankunftsland auch das Land sein wird, das die Flüchtlinge aufnehmen und registrieren muss. Wir sprechen hier über Dublin Plus. Das bedeutet, dass die eigentliche Grundidee von Dublin hier nicht überwunden wird. Was unserer Fraktion weiterhin nicht gefällt, ist die Rückführungspolitik, nicht nur in die Türkei, sondern auch in andere Länder, die von Diktaturen beherrscht werden oder in denen Krieg herrscht. Und die Kooperation mit Drittländern, die die Menschenrechte nicht einhalten. Ich fürchte, ja, wir haben wirklich keine Zeit mehr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Barbara. Von der Flüchtlingskrise zu den Steuerflüchtlingen, zu Panama Leaks. Meine Fraktion, die Linksfraktion, hat die heutige Debatte im Europäischen Parlament zu den Panama Leaks beantragt, weil wir uns nicht mit der organisierten Kriminalität von Reichen und Mächtigen abfinden. Und ich sage bewusst organisierte Kriminalität. Es geht nicht nur um Milliarden Steuergelder, sondern es geht auch um Geldwäsche, um Drogen, Waffenhandel, Prostitution sowie Förderung von Terrorismus bei diesen Leaks. Meine Fraktion ist der Auffassung, dass wir endlich einen echten Untersuchungsausschuss brauchen, hier im Europäischen Parlament. Wir fordern seit langem einen permanenten Untersuchungsausschuss zu Steueroasen, so wie ihn etwa der US-Senat kennt, mit einem echten Zeugenvorladungsrecht, mit echten Dokumentenzugang. Das ist leider bisher nicht möglich, weil der Europäische Rat sich auch sperrt, eine entsprechende Vereinbarung mit dem Europäischen Parlament zu treffen, die uns auch diesen Durchgriff ermöglichen würde. Wir dürfen nicht vergessen bei der Debatte um Panama Leaks, dass Mossack Fonseca, die Kanzlei in Panama, nur ein Dienstleister ist.
Sie hat diese Briefkastenfirmen im Auftrag von zahlreichen internationalen Banken aufgesetzt, etwa der Deutschen Bank. Und ich habe selber in einem Selbstversuch noch vor den Panama Leaks bei Mossack Fonseca angerufen und mich als deutscher Geschäftsmann ausgegeben und ihnen angeboten, Steuern zu hinterziehen. Und sie haben mir dabei jedwede Hilfe versprochen. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass es unter Umständen um kriminelles Geld ginge. Das hat sie nicht gestört. Das heißt, wir sehen, die internationalen Reformen auch im Bereich der OECD greifen nicht. Auch der Islamische Staat übrigens parkt seine Ölmilliarden nicht unter Kopfkissen, sondern er hat weiterhin Zugang zum internationalen Finanzsystem, zum SWIFT-System und wäscht dort unter Umständen zum Beispiel seine Ölmilliarden, die er in der Türkei verdient. Und damit werden dann auch die schrecklichen Morde wie in Paris und Brüssel finanziert. Das heißt, wenn die EU-Kommission, wenn die EU-Mitgliedstaaten hier nicht handeln, machen sie sich der Beihilfe auch zu kriminellen Aktivitäten schuldig. Und das sage ich in aller Deutlichkeit. Wir wissen durch die Panama Leaks, in welch feiner Gesellschaft wir uns befinden. Russische Zuhälter und Mädchenhändler, der ukrainische Oligarch und Präsident Poroschenko, der britische Premier David Cameron, die FIFA, die ist natürlich immer dabei, die Ehefrau des EU-Kommissars Caneta und auch der Front National. Und ich will hier für meine Fraktion sehr deutlich sagen, dass wir von allen Abgeordneten im Europäischen Parlament erwarten, die selber Briefkastenfirmen unterhalten oder ihre Parteien, dass sie das offenlegen. Ich habe meinen Namen auf einem Briefkasten stehen, Gabi und Barbara auch nach meiner Kenntnis. Die Mehrheit der Bevölkerung versteuert jeden hart erarbeiteten Cent. Aber wir haben mittlerweile eine Situation, dass 63 Menschen auf der Welt so viel besitzen wie die untere Hälfte der Weltbevölkerung. Und das Vermögen der europäischen Millionäre übertrifft die Staatsverschuldung aller 28 EU-Staaten. Insofern müssen wir auch über das Zustandekommen dieser hohen Vermögen sprechen. Denn wer ein immer größeres Stück vom Kuchen will, der muss etwas, den anderen etwas wegnehmen. Und das bezeichnet man gewöhnlich auch als Diebstahl. Die Debatte über Panama offenbart aber auch die Heuchelei in Europa. Deutschland steht auf dem Schattenfinanzindex des Tax Justice Network 5 Plätze vor Panama. 5 Plätze vor Panama, weil in Deutschland etwa für Steuerausländer keine Nachweispflichten existieren. Das heißt, Banken, die zum Beispiel in voller Kenntnis mit Geldern von Diktatoren, mit gewaschenem Geld, mit an der Steuer vorbei hinterzogenem Geld Geschäfte machen, machen sich in Deutschland kaum strafbar. Es war die Bundesrepublik, die sich gegen den Widerstand der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten gegen ein öffentliches Register der wahren Inhaber von Briefkastenfirmen ausgesprochen hat. Und mit der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sollen Scheindirektoren, also wie zum Beispiel der Schwager von Herrn Fonseca, zukünftig legalisiert werden. Cameron hat sich für eine Ausnahme von den Berichtspflichten für Offshore-Trusts stark gemacht. Und er hat genau in einem solchen Trust sein Geld geparkt. So etwas nennt man gewöhnlich politische Korruption. Und die Niederlande unterhalten Doppelbesteuerungsabkommen mit Panama und besteuern Finanzflüsse dorthin nicht. Die EU-Kommission möchte jetzt entgegen noch ihrem Widerstand vor einer Woche auch Steueroasen in die Berichtspflichten für die internationalen Konzerne mit aufnehmen, also wenn sie über ihre Gewinne, Umsätze etc. berichten müssen. Ich warne aber davor, das ist ein sehr billiger Trick. Die EU-Kommission sagt nämlich, wir wollen eine Liste vereinbaren, eine schwarze Liste. Und die Länder, die dann dort draufstehen, für die müssen die Konzerne dann auch berichten. Nur in der OECD gab es 2009 eine solche Liste und die war nach einer Woche leer. Und die USA, die Delaware haben und auch vor Panama rangieren, werden niemals auf einer solchen Liste landen, obwohl sie sich nicht am internationalen Informationsaustausch beteiligen. Deswegen sagen wir weiterhin, wir brauchen das Country-by-Country-Reporting, die Länderberichterstattung für jedes Land. Und mir ist völlig egal, ob die auf irgendeiner Liste stehen oder nicht. Die USA, das möchte ich abschließend sagen, haben gegenüber der Schweiz und Liechtenstein vorgemacht, wie es geht. Sie haben mit der Aufkündigung von Doppelbesteuerungsabkommen gedroht, haben saftige Quellensteuern angedroht und in den USA gibt es auch ein Strafrecht für Unternehmen mit saftigen Strafen für Banken. Das brauchen wir auch. Wir brauchen Quellensteuern auf alle Finanzflüsse in Steueroasen. Wir brauchen ein Strafrecht für Unternehmen, damit man nicht einer einzelnen Person aufwendig die Verwählung nachweisen muss. Und wir brauchen Sanktionen bis hin zum Entzug der Banklizenz für Banken, die wiederholt
bei der Steuerhinterziehung helfen. Und wir brauchen eine Vermögensabgabe in Europa, damit endlich sich Leistung in Europa auch wieder lohnt und nicht die große Mehrheit der Bevölkerung, die hart arbeitet und jeden Cent abführt, permanent betrogen wird. Insofern erwarten wir hier deutliche Schritte von der EU-Kommission in den Mitgliedstaaten. Danke, Fabio. We have a few minutes for questions. Vielen Dank, Fabio. Wir haben einige Minuten für Fragen, bitte. Monsieur Elmaly, premièrement. Ja, morgen, Frau Spinelli, werden Sie ja auch über den Bericht diskutieren. In dem Bericht wird gefordert, dass die Europäische Union, Rat und Kommission intervenieren sollten, damit man einen Verhandlungstisch zurückfindet, eine Lösung findet in der Kurdenfrage. Was müssen Rat und Kommission Ihrer Meinung nach tun? Was können sie tun? Herr Demirtas ist seit 2 Tagen in Deutschland, führt dort Gespräche mit den Vertretern der Regierung. Um Deutschland auch um Unterstützung zu bitten. In Bezug auf die EU-Türkei-Vereinbarung über Flüchtlinge. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da informiert sind, dass in Dörfern Lager entstehen, wo die Menschen sich bedroht fühlen. Karamamarasch ist da ein Ort, ein solches Beispiel. Es gibt da gewisse Bevölkerungsminderheiten. Und da soll ein Lager für 27.000 Menschen entstehen. Es hat vor 10 Tagen da schon einen Toten zu beklagen gegeben. Es hat auch Demonstrationen gegeben. Muss da das Europaparlament oder die Kommission die Folgen dieser Vereinbarung nicht nochmal überprüfen? Auswirkungen auf die Bevölkerung vor Ort. Merci. Dankeschön. Ja, natürlich haben Sie recht und diese Position unterstütze unsere Fraktion auch ganz klar, dass die Auswirkungen des EU-Türkei-Abkommens genau verfolgt, kontrolliert werden müssen. Und natürlich ist es so, dass die einzelnen Mitgliedstaaten auch aufhören müssen, politische Schachzüge einzugehen, bei denen sie bewusst in Kauf nehmen, dass bei der Verletzung von Menschenrechten, von Demokratie, Presse und Meinungsfreiheit einfach weggeguckt wird, weil es politisch gerade nicht in den Kram passt. Meine Fraktion hat gestern in der Fraktionssitzung vorgeschlagen, dass wir eine erneute Reise in die Türkei planen, dass wir versuchen, Abgeordnete dorthin zu schicken, wo die Flüchtlinge ankommen. Wir hoffen, dass uns dies gelingen wird, weil es ja nicht ganz so einfach ist. Die letzte gemeinsame EU-Türkei-Delegation oder EP-Delegation in die Türkei kam ja nicht zustande. Hier wurde aus Sicherheitsgründen das den Parlamentariern versagt. Dennoch halte ich es für unumgänglich, genau darauf auch hinzuweisen. Und ich denke, über die anderen Fragen, die hier zu beachten sind oder die hier von uns eingefordert werden, habe ich vorhin schon gesprochen. Vielleicht abschließend dazu, ich finde, beide Seiten sollten als ersten Schritt aufhören, sich gegenseitig zu belügen. So wie die Europäische Union und wie wesentliche Mitgliedstaaten niemals vorhaben, dass die Türkei unter Erdogan Mitglied der Europäischen Union wird, so sollte die Türkei aufhören, auch die Europäische Union zu belügen. Und das, was wir erleben, ist ein ständiges Balancieren mit Behauptungen, Argumenten, die aber mit den Realitäten kaum irgendwas zu tun haben. Also eine Behauptung der Türkei ist ja, dass es keine blutige Auseinandersetzung mit den Türken, keinen Kampf gegen die mit den Kurden, keinen Kampf gegen die Kurden auf türkischem Gebiet gäbe. I think we're rapidly running out of time. Ganz kurz, die Zeit läuft uns weg. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke ich Ihnen für Ihre Anwesenheit und danke auch den Dolmetschern.